So, Freunde, bevor der Podcast mit dem lieben Stefan Kienzel für euch losgeht, habe ich ein kleines Goodie für euch. Wir schenken euch nämlich zu jeder Bestellung bei Gynecus Original einen Gorillaware Austin Stringer im Wert von knapp 30 Euro. Den Stringer gibt es in den Größen S bis 4XL und in vier verschiedenen Farben, natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Was müsst ihr machen? Einfach für über 80 Euro bei Gynecus Original Supplements und Co. shoppen, dann gibt es den Stringer gratis dazu. Wichtig, im Warenkorb müsst ihr den Stringer nochmal auswählen und quasi extra in den Warenkorb legen. Nur was am Ende im Warenkorb vorliegt, wird auch mit eurer Bestellung versendet. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Gynecos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gynecos. Dann sind wir jetzt live. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gynecos Podcasts. Wir haben heute den 7. Januar, Donnerstag, und das heißt, bis ihr die Folge hört, werden wie immer 4 Tage vergehen, dann ist der 11. Januar. Ich darf heute einen Gast begrüßen, der auf jeden Fall vehement gewünscht wurde, und zwar den Stefan Kienzel. Stefan, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und herzlich willkommen im Gynecos Podcast. Grüß euch da draußen und herzlich willkommen. Ich muss erstmal 2 Dinge festhalten, die mir vorab im Vorfeld unseres Podcasts direkt aufgefallen sind. Aktuell herrscht auf jeden Fall offensichtlicherweise ein gewisser Hype um deine Person, weil noch nie, seitdem ich den Podcast hier mache, wurden so viele Zuschauerfragen gestellt. Du hast schon gesagt, du hast unendlich viele Videos und Drehs gehabt die Woche. Das bestätigt ja zumindest so meine erste These. Und zweitens, du bist gefühlt immer online und schreibst sehr zügig zurück. Legst du dein Handy auch mal komplett weg? Beziehungsweise wie viel Auszeit gönnst du dir fürs Privatleben? Ja, grundsätzlich ist es ja so, ich lebe das Ganze ja jetzt seit 15 Jahren. Ich mochte es seit 2010, also jetzt wären es dann 11 oder sind gute 10 Jahre hauptberuflich. Und am deutschen Radar bin ich ja erst seit heuer. Aber wie gesagt, ich mochte es schon lang. Mein Hauptmarkt ist immer Brasilien. Ich bin in England sehr untriebig und eigentlich auf der ganzen Welt verteilt. Sprich, ich habe Athleten über sämtliche Zeitzonen. Dementsprechend lege ich mein Handy nie aus der Hand. Und ich habe so eine Quote, sage ich einmal, von 800 bis 1000 Nachrichten am Tag. Wow. Und wenn du das Handy dann aus der Hand legst und nicht akribisch alles sofort beantwortest und abarbeitest, das, was einerseits den Grund hat, dass ich die Wertigkeit dafür habe, ich bin selber ein sehr ungeduldiger Mensch und wenn ich Fragen an wen habe, dann hätte ich sie gerne sofort beantwortet und diesen Respekt bringe ich anderen auch gegenüber, außer ich schlafe, dann mache ich das sofort und zweitens wäre der Arbeitsaufwand dann zu groß, dass das nachträglich zu machen. Und dann kommt noch dazu, dass ich eine extrem respektvolle Familie habe. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. Meine Tochter wird 12. Sagt wahrscheinlich jeder Vater, aber das ist das großartigste Kind auf der Welt und die bringen eigentlich sehr viel Respekt und Toleranz meiner Arbeit gegenüber. Natürlich gibt es hin und wieder mal Reibereien, weil es dann halt ein Tick zu viel ist, wenn man beim Weihnachtsessen mit dem Handy sitzt. Da muss ich mich auch bei der Nase nehmen und gewisse Sachen zurückstecken. Aber grundsätzlich lässt sich das alles sehr, sehr gut vereinbaren. Wie lange schläfst du, wenn du sagst, da legst du das Handy mal weg? Ich habe ja einen ganz komischen, mittlerweile schlafe ich wieder länger, aber früher war es immer so, dass ich meistens um 10 schlafen gegangen bin und um 4:30 aufgestanden. Und jetzt ist es meistens so, dass ich um 11 schlafen gehe und um 7 aufstehe, aber ich habe mein Handy, oder ich habe da so ein Prioritätenschema. Mein Handy ist im Nicht-Stören-Modus von 9 am Abend bis 7 in der Früh. Außer Athleten, die sich in einer Woche vor dem Wettkampf und in der Wettkampfwoche und bis eine Woche nach dem Wettkampf befinden, die werden durchgeschalten. Das heißt, das andere bleibt leise und das, was akute Priorität auch in der Nacht hat, und da gibt es ja auch hin und wieder Entscheidungen, die zum Treffen sind, das wird durchgeschalten. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Bevor wir heute intensiv einsteigen, musst du mir auf jeden Fall eine Frage beantworten, die vor allem mich auch brennend interessiert. Warum der Name Boss of Outlaw?
Ach, das ist ganz eine alte und eigentlich lustige Geschichte. Es hat ja in Österreich wie damals eine Trennung gegeben in die war 2009 zwischen alter AFBB in diese auch WWBF und die NABA, die es ja bei uns schon immer parallel gegeben hat. Mhm. Und ich war ja von 2006 bis 2009 auch AFBB-Wertungsrichter und ich habe halt aus irgendwelchen Gründen nach der Trennung war meine Freundschaft und meine persönlichen Beziehungen jetzt nicht mehr so zu dieser alten AFBB und bin mit dem Großteil meiner Athleten, die ich auch betreut habe und mit meinem Freundeskreis in die NABA. Und wir waren dann bei diesen also alten AFBB in Österreich so ein bisschen die Aussätzigen und die Geächteten, weil die halt gegangen sind und die Outlaws. Mhm. Und dann ist noch dazu gekommen, dass ich halt immer bekannt, österreichisches Bodybuilding war ja nie jetzt so, es hat immer Ausnahmetalente gegeben, aber die Dichte an Startern hat jetzt nicht so eine große Qualität gehabt. Und bei mir war so, ich bin halt, kann man schon auf die Nase schreiben, dass ich halt Qualität, Konditionierung, Form ins Bodybuilding nach Österreich zurückgebracht habe. Das zeigt ja auch die Anzahl an österreichischen FBB-Profis, die wir mittlerweile haben, die ja meistens vom ersten Wettkampf weg von mir betreut worden sind. Und ich habe halt zum Teil halt unorthodoxe Arbeit, oder unorthodox war es nicht, akribische Arbeitsweise gehabt, die andere Leute halt immer nicht ganz verstanden haben und nicht durchschaut haben, warum macht er das so konsequent, warum ist der so zielstrebig und halt so ein Outlaw einfach war. Er hat kein Spaßtyp, sondern halt eher der Erfolgstyp und meine Athleten haben schon immer Boss zu mir gesagt. Okay. Und der Rest ist Geschichte, deswegen ist Boss auf Outlaw. Okay, in deinem ersten Video auf deinem eigenen YouTube-Kanal, du warst ja auch schon woanders, sagst du, dass du den Zuschauern den Bodybuilding-Sport näher bringen möchtest, so genau, wie du ihn liebst. Deshalb ja, meine Frage, genau. Was genau liebst du am Bodybuilding? Ah, es ist für mich, ich habe es im Video eh schon versucht auszudrücken, aber es ist für mich halt einfach was Großartiges, was Wunderbares. Ich komme nach all den Jahren noch immer zum Schwärmen, wenn es um den Bodybuilding-Sport geht. Geht, aber es ist halt diese Kombination aus, du hast dein Ziel, du hast deine Zielstrebigkeit, arbeitest mit System auf dieses Ziel hin. Es ist sowohl ausschlaggebend für den Erfolg deine psychische Komponente als auch dein ästhetisches Verständnis, wie auch deine Strategiefindung und am Ende aller Tag kriegst du die Lorbeeren, wenn du auch den nötigen Arbeitseifer und die nötige Konsequenz bringt. Das heißt, diese Kombination aus ganz, ganz vielen verschiedenen Dimensionen, Ernährung, ästhetisches Verständnis, biomechanische Abläufe, oder was mir zum Beispiel auch so taugt, ich bin ja ein absoluter Bewegungsfetischist. Ich analysiere ja Bewegungen bis in das kleinste Teil und versuche das Beste für jegliche Symmetrien da rauszuholen. Diese Vielseitigkeit des Sports, diese individuellen Unterschiede, die es nie fad werden lassen, machen diesen Sport für mich zu so was Besonderem und ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sehr detailverliebt ist und wenn es detailverliebt ist, dann ist Bodybuilding halt genau das Richtige für einen. Ich würde heute auf jeden Fall gerne mit dir über deine Philosophie als Coach reden, auch über deine Athleten. Aber vorher ist mir auf jeden Fall wichtig zu verstehen, woher du kommst und was in deinem Leben so alles passiert ist, bevor du Coach im Bodybuilding-Sport geworden bist. Wie viel von dem, was so der kleine, damals vielleicht, lass uns sagen, 5-jährige Stefan machen und werden wollte, ist heute Realität? Und welche Zwischenstation gab es bis heute? Ja, das ist ganz interessant. Der kleine, schüchterne Stefan, der geweint hat, wenn die Oma zu Besuch gekommen ist, weil er jetzt nicht gerade der größte Menschenfreund war und ein eigentlich recht schüchterner Typ war, wollte eigentlich immer Arzt werden. Ich komme aus einer Musikerfamilie, das heißt, die musische Laufbahn war bei mir parallel auch immer da, aber der kleine Stefan wollte immer Arzt werden. Hab dann die Abitur, Bandura, wie es bei uns heißt, am kürzesten Widerstand, auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium mit Auszeichnung gemacht, und bin dann nach Wien, um Medizin zu studieren,
habe das auch sehr, sehr zügig und gut und unter Anführungszeichen erfolgreich gemacht, bis zum Ende des zweiten Abschnitts, also gute zwei Drittel, und habe dann auch im Krankenhaus schon gearbeitet. Ich muss jetzt zwei Zeitachsen erzählen. Und ist dann aber am Ende aller Tag in der Arbeit im Krankenhaus draufgekommen, dass dieser Beruf nichts für ihn ist. Ich steuere gern Sachen, ich habe Sachen gern unter voller Kontrolle. Ich bin ein sehr empathischer Mensch und kann mit Verlust und so nur ganz schwer umgehen, und habe damals im Krankenhaus erkennen müssen, dass Arzt zu sein. Ich habe auf der Pathologie gearbeitet und habe dann angefangen, Leute zu obduzieren, warum die gestorben sind, und das grundsätzlich ist jetzt nicht das Problem. Aber diese Endgültigkeit des Todes, nennen wir es jetzt einmal so, hat für mich eine psychologische Belastung dargestellt, und ich habe damals entschieden, dass ich diesen beruflichen Weg nicht weiter verfolge. Parallel dazu, ungefähr 3 Jahre bevor ich mit dem Studium aufgehört habe, war es so, dass ich sehr, sehr lange in einer Black Death Metal Band gespielt habe, mit allem, was halt dazugehört in so einem Rock'n'Roll-Leben, und ich war schier, fett, blatt und alles andere als athletisch. Ich war zwar als Jugendlicher, bin ich leistungsmäßig Mountainbike gefahren, also Austria Cup, Cross Country, Parallelslalom, komme eigentlich aus dem Ausdauer, aus dem Radsport, aber habe dann in dieser Metal-Zeit wirklich gar nichts gemacht. Und mein Bruder hat mir dann zu Weihnachten, das war 2002, glaube ich, oder so, oder 2003, weiß ich gar nicht mehr genau, einmal Karten fürs Fitnessstudio geschenkt. Und ich habe dann von Jänner bis April, indem ich mir mal akribisch mit der Materie beschäftigt habe, das medizinische Wissen war ja da, von 110 Kilo auf 69 Kilo abgenommen. Habe wie bei noch keinem anderen Sport Freude daran gefunden, Gewicht zu bewegen. Und ich war oft wie ein vollkommener Psychopath, 4 bis 5 Stunden im Gym. Hab 2 Stunden Cardio gemacht, hab 3 Stunden Krafttraining gemacht, einfach weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe gesehen, so viele Bewegungsabläufe, und obwohl ich eigentlich da voll der Botscherte bin, also so Geschicklichkeitssportarten und so, ist bei mir eine absolute Katastrophe. Aber so vordefinierte Bewegungsabläufe, da habe ich irgendwie ein Talent dafür gehabt. Und ich habe dann relativ schnell 100 Kilo gebeugt, sauber gehoben, und habe halt wirklich Leidenschaft und Liebe daran gefunden. Ich bin dann 2005 zum ersten Mal auf der Bühne gestanden, super, super dünn mit 75 Kilo nach 1,5 Jahren Training, aber hart mit Streifen im Arsch und super konditioniert. Bin damals Dritter beim Austria Cup geworden, bin ein Jahr später dann mit 2006, da habe ich dann schon, da war schon die Zeit, wo ich mit dem Medizinstudium aufgehört habe, wieder auf der Bühne gestanden mit 480 Kilo. Das war das erste Jahr der Classic Bodybuilding. Bin dann auch bei der Weltmeisterschaft gestartet, in Ostrava damals, und bin 14. geworden. War aber alles andere als ein guter Bodybuilder. Ich habe gesundheitlich schon seit meiner Geburt Probleme, indem ich Colitis ulcerosa habe. Das ist eine Autoimmunerkrankung, eine entzündliche Darmerkrankung. Ich habe aufgrund meiner Fahrradunfälle eine abgerissene Brust gehabt, eine gebrochene Schulter, gebrochene Schlüsselbein. Ich habe in meinem rechten Knie nur mehr Titanschrauben, Polyesterbänder drinnen und kein Knorpel mehr. Sprich, ich war, bevor ich mit dem Bodybuilding angefangen habe, schon relativ fetzen hin. Ich habe zwar innerhalb von kürzester Zeit geschafft, ordentliche Muskeln aufzubauen, konditioniert war ich auch immer, aber aufgrund dieser Symmetrieproblematiken und auch dieser Verdauungsgeschichte habe ich irgendwann einmal erkennen müssen, dass für den Qualitätsanspruch, den ich an meine Leistungen habe, macht es keinen Sinn, den sportwettkampfmäßig weiter zu verfolgen. Und habe mich dann 2006 auch entschieden, das wettkampfmäßig nicht mehr weiterzumachen. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass, wie es halt oft so ist, wenn man was liebt, möchte man trotzdem irgendwie dabei bleiben und bleibt dabei. Dann habe ich angefangen, Freunde zu coachen. Und das ist so weitergegangen, bis ich dann 2007, 8, 9 schon mehrere Staatsmeister gecoacht habe, dann 2011 sind halt Weltmeister dazugekommen, und bis 2010 habe ich das eigentlich komplett unentgeltlich und der Spaß gemacht, habe einmal investiert, um zu lernen, und habe 2009 dann ein Unternehmen gegründet, ein Therapieunternehmen mit einem Freund, weil dazwischen habe ich einen beruflichen Ausflug gehabt in
in das Gesundheitsmanagement. Ich habe noch Medizinwirtschaft gemacht, Healthcare Management und war in der Krankenhausverwaltung, Infrastrukturentwicklung und im Qualitätsmanagement tätig und habe mich dann aber Ende 2009 mit dem Therapieinstitut selbstständig gemacht und da natürlich auch das Coaching implementiert und habe dann ab 2010 angefangen, das mehr oder weniger hauptberuflich zu machen. Damals hauptsächlich noch in der NABA. Das ist dann so weit gegangen bis halt 2016. Da hat es zwei Overall Mr. Universe Sieger gegeben, die von mir betreut worden sind. Also der erste, der Fabian Meyer, der damals 2016 dann die Overall gewonnen hat, 2014 Dritter geworden ist. Die Jekaterina Übelacker, die zweimal die Profis und den Overall gewonnen hat. Der Locke Gannon, der die Overall gewonnen hat. Und die Mr. Universe ist ja doch die bedeutendste Amateurmeisterschaft oder die älteste Amateurmeisterschaft. Der Arnold hat sie zigmal gewonnen. Und der prestigeträchtige Wettkampf. Ich war während der Zeit auch Wertungsrichter für die NABA bei Meisterschaften, wo keine Athleten von mir gestartet sind, sowohl national als auch international, war Head Judge national, habe Wettkämpfe veranstaltet. Und 2017, wie dann, ich glaube, wann war die Trennung NPC, IFBB? 2017 sowas? 2017, 2018 habe ich dann natürlich auch angefangen, nachdem ich ja nicht mehr bei der alten IFBB geächtet war, sondern die Geschichte war, NPC-Athleten zu coachen. Über meine Forumsarbeit bei Trained by GP sind dann Ausländer auf mich aufmerksam geworden, vor allem aus Brasilien. Dann habe ich 2019, es war der erste internationale richtig fette Erfolg, im Frühjahr die Arnold Classic in der Main Physik mit einem Athleten von mir gewonnen. Und 2019 ist dann überhaupt weitergegangen. Ist der Kevin Profi geworden, die Lara Profi geworden, der Klaus Profi geworden, dann der Lukas User Ede aus Brasilien Profi geworden in der offenen Klasse. Dann habe ich mit dem Lukas Weiler zusammengearbeitet, der in England Fünfter geworden ist, in Portugal glaube ich Siebter geworden ist. Der Klaus ist Dritter in Kanada wurden, Vierter bei der Dennis James Classic, hat sich die Arnold Quali geholt. Also es ist dann einfach ein Stein nach dem anderen gekommen, ob dieser NPC-Trennung, dann habe ich heuer im Frühjahr dann den Gesamtsieg bei der Arnold in Ohio mit dem Fabian in der Classic geholt, mit dem Fabio Giga im Männer-Bodybuilding, habe die ersten zwei Profis auf der Arnold stehen gehabt, habe heuer zwei zweite Plätze bei den Profis gehabt, durch den Thomas Antonio Kunz und durch den Diogo Montenegro in Brasilien. Mit dem Tim, mit dem ich schon eine längere Freundschaft habe, haben wir angefangen im Februar zusammenarbeiten, also eigentlich noch vor der Corona-Krise und es hat sich dann halt natürlich eine Athletenarbeit nach der anderen ergeben und für mich sicher eine tolle Geschichte war halt diese Loslösung der NPC und des Profi-Business von der alten Amateur-FBB. Für mich so wirklich auf dem Schirm der deutschsprachigen Szene, sage ich mal, in Erscheinung getreten bist du auf jeden Fall erst, nachdem Fabian Meyer sich bei der Arnold Classic die Pro-Card geholt hat. Würdest du sagen, dass diese NPC-Abspaltung dann schon so den Stein ins Rollen gebracht hat? Oder warum hast du früher nicht so viel im deutschsprachigen Raum gemacht, dass du, ich sag jetzt einfach, wie es ist, nicht so bekannt warst wie andere Coaches? Ich glaube, ja, für viele ist da so ziemlich so abrupt ein sympathischer Kerl aufgetaucht bei Team Andro damals nach einem Wettkampf in Ohio, von dem viele auch gar nicht wussten, dass er das alles jetzt nicht seit gestern erst macht. Na, die Tatsache ist die, ich habe mir ja bis zu dieser Trennung eigentlich nur in der NABA bewegt. Und die NABA hat in Deutschland ja gar keine Relevanz. Mhm. Ja. Die NABA hat in England eine Relevanz, die NABA hat in Brasilien Relevanz, sie hat bei uns in Österreich eine sehr große Relevanz, weil nahezu alle Bodybuilder in der NABA gestartet sind. Und da bin ich halt so zu meinem weltweiten Ruhm ab 2011, sage ich einmal, gekommen. Und dadurch, dass es für mich schwierig war, außerhalb dieses Universums Fuß zu fassen, aber wie gesagt, dreimal mit Athleten die Universe gewonnen habe, den Gesamtsieg, was glaube ich vor mir kein Coach irgendwie so realisiert hat in so kurzer Zeit. Aber das
in Deutschland überhaupt nicht am Radar ist, hat mich, was das betrifft, eigentlich keiner gekannt. Und die Leute denken eigentlich immer, dass ich relativ neu in dem Business bin. Ich komme halt nur ganz einfach von einem, nennen wir es mal, von einem anderen Universum und von einem, von einem anderen Verband. Den Tim kenne ich deswegen schon so lang, weil wir den Tim einmal eingeladen haben, 2016, glaube ich, 17, zu einem Gastseminar in Österreich, und wir haben uns eigentlich auf Anhieb verstanden und immer wieder unterhalten. Das ist auch der Grund, die meisten Leute glauben, der Tim ist dann erst durch den Arnolds-Erfolg zum Beispiel zu mir gekommen, aber unsere Freundschaft geht schon länger und die Zusammenarbeit eigentlich auch schon vor der Arnolds. Ich habe das in der Vorbereitung auch schon aufgeschnappt, dass du auch ganz schön gebeutelt bist, was Verletzungen angeht. Wie oft und wie intensiv trainierst du heute selbst noch? Na, bei mir war es so, ich habe ja, wie gesagt, 2006 mit dem aktiven Sport dann aufgehört. Ich habe dann 2013 noch einmal ein Comeback gehabt, weil ich gesagt habe, ich möchte halt einfach noch einmal ordentlich arg ausschauen. Ordentlich arg bezieht sich auf mir, auf die Konditionierung, weil in der Muskelmasse im Bezug auf die Colitis geht es halt sehr, sehr schwer. Aber ich war immer viel stärker und als ich schwer war, ich habe ihm oder muskulös war, ich habe in meiner besten Zeit 300 beugt und 300 zogen. Ich habe aufgrund, dass die Brust abgerissen ist, nie viel Banker drucken können. Also für mich ist 140 Kilo auf der Bank eine echte Challenge, weil halt einfach eine Seite gar nicht schirbt. Aber ich habe von 2013 bis 2019 im Herbst gar nicht trainiert. Okay. Die einzige Handel angegriffen. Auch deswegen, weil damals es so war, dass ich mich voll und ganz dem Coaching gewidmet habe. Und eigentlich auch keine Zeit da war zu trainieren, aber auch nicht so wirklich die Leidenschaft, weil nach dem 2013er Wettkampf war jetzt irgendwie das Ziel und die Lust draußen. Und das war dann ganz interessant, 2019 sind wir dann, ich fahre gern zu Wettkämpfen mit und wenn das mir möglich ist, logistisch, dann bin ich dort. Und ich bin mit der Lara mitgefahren zur Amateur-Olympia nach London und wir waren schon 3 oder 4 Tage früher dort, weil England ist irgendwie meine zweite Heimat und ich liebe das sehr dort. Und dann bin ich halt mit ihr und mit ihrem Lebensgefährten, mit dem Stefan, mit dem Votto, der selber sehr guter Bodybuilder und auch Athlet von mir war, mit ins Gym gegangen und dann haben wir gedacht, naja, bevor du jetzt deppert da herumstehst, trainierst. Und das hat Flash und Klick gemacht in der Birn und ich habe die Bewegung vom ersten Moment an wieder geliebt. Und seitdem trainiere ich halt. Ich muss natürlich meine Verletzungen respektieren. Ich habe mir auch irgendwann einmal die Wirbelsäule gebrochen und viele Sachen kann ich halt einfach nimmer oder gehen halt nimmer. Aber es ist für mich nach wie vor so, wenn ich trainiere, dann trainiere ich auf Anschlag. Ich schaue halt, dass ich dementsprechend zu meiner Regeneration komme, aber grundsätzlich, wenn ich trainiere, trainiere ich noch immer intensiv, aber die Kraftwerte, die ich heute noch habe, sind halt absolut lächerlich oder nicht erwähnenswert. Wie würdest du allgemein deine Philosophie in puncto Training beschreiben, vor allem natürlich jetzt auch in Bezug auf deine Klienten? Na, grundsätzlich ist das für mich so, wie ich vorher auch schon gesagt habe, ich bin ein absoluter Bewegungsfetischist. Also die Bewegungsqualität steht für mich über allem. Und direkt an zweiter Stelle kommt Intensität. Und da werde ich oft falsch verstanden, weil Intensität ist nicht gleichbedeutend, mit wie viel Gewicht ich verwende, sondern wie sehr ich es schaffe, den Körper oder die Zielmuskulatur maximalst auszubelasten. Das heißt, zielgerichtet ganz, ganz hohe Intensität in Bewegungsqualität. Das ist so, wie ich meine Trainingsphilosophie beschreiben würde und ich verwende da in meinem Coaching sehr, sehr viel Zeit mit Videoanalysen, Bewegungsanalysen, um wirklich zu versuchen, das Beste aus jedem rauszuholen, weil für mich in dem wenigsten, natürlich brauche ich ein gutes Trainingsplan, Setup, damit das alles einigermaßen funktioniert, aber die meisten Leute haben ihre körperliche Entwicklung deswegen nicht im Griff, nicht weil der Trainingsplan schlecht ist, sondern weil die Bewegungsausführungen schlecht sind. Machst du auch Kompromisse, wenn ein Klient nach einem anderen Prinzip als HIT beispielsweise trainieren möchte? HIT ist für mich nur Mittel zum Zweck und bei Gott nicht für jeden die richtige Lösung. Also das ist
Es funktioniert nur bei den meisten Leuten sehr, 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 sehr gut, weil die Stellparameter sehr einfach zu kontrollieren sind. Es ist einfacher, eine Frequenz zu regulieren, wenn die Intensität und das Volumen eine festgestellte Größe ist. Ja, dann kann ich mit der Frequenz arbeiten. Wenn ich jetzt ein klassisches Volumentraining habe, ist die Intensität keine festgestellte Größe, weil über den Volumensreiz kann ich den Muskel nicht maximal intensiv belasten, weil der Volumensreiz natürlich Gesamtbelastung wegnimmt. Insofern ist es für mich schwerer zu steuern und nachzuvollziehen. Trotzdem in vieler oder in manchen Fällen geht ein hochintensives Training aus Verletzungsgründen nicht, weil die kognitiven Fähigkeiten nicht da sind. Es ist schwierig, alles in einem Satz reinzugeben oder in zwei Sätzen und da alles maximal rauszuholen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend. Es gibt halt einfach Leute, denen liegt das und Leute, denen liegt das nicht. Und für denen, die es nicht liegt, ist die Volumen oder den Gesamtreiz übers Volumen zu ziehen, die viel die intelligentere Art und Weise. Und mir als Coach zeichnet halt auch vielleicht aus, dass ich versuche, wirklich den besten Weg für die jeweilige Person zu finden. Und in manchen Fällen ist das halt ein Volumentraining. In manchen Fällen ist das ein 5er oder ein 6er Split. Das ist komplett unterschiedlich. Obwohl von meiner Grundeinstellung und von meiner Liebe zur Nachvollziehbarkeit bevorzuge ich einen Dreier-Split zum Beispiel, wo ich die Sachen in der Frequenz noch besser steuern kann. Du bist, glaube ich, so sehr auf Push-Pull-Beine auch teilweise, oder? Ja, genau. Ich habe es jetzt bewusst nicht Push-Pull-Beine genannt, weil das irgendwie so eine abgedroschene Geschichte ist. Ja. In Wirklichkeit ist es ein klassischer Dreier-Split, wie er seit Generationen verwendet wird, wo man die Drückenden, die Ziehenden und die Beinmuskulatur einfach auseinander dividiert. Das heißt, man arbeitet synergistisch, außer bei den Beinen, die halt das Gesamtes. Ich habe da mal eine Zuschauerfrage so ein bisschen vorgezogen. Was ist deine Meinung zu Pit Force? Das macht grundsätzlich schon Sinn. Was ich nicht mag, ist die Verkomplizierung. Ja, ich bin einfach ein Fan davon, Dinge wirklich einfach zu halten. Und ich habe bei Bitforce schon wieder so viel verschiedene auch nicht, aber es ist einfach komplexer und komplizierter auszuführen. Du kannst jetzt nicht ins Studio reingehen und bis auf den Bewegungsablauf der Hirn ausschalten. Und das, finde ich, ist manchmal eine sehr sinnvolle Komponente im Bodybuilding-Sport. Auf die Bewegung fokussieren und alles andere ist mir scheißegal. Und das geht bei komplexeren Trainingssystemen nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht funktionieren würden. In Wirklichkeit führen alle Wege irgendwie nach Rom. Es muss nur nachvollziehbar sein, konstant gemacht werden und du musst die verbessern. Für wie wichtig empfindest du Muskelgefühl für Muskelwachstum? Ich glaube, die Frage beantwortet sich aus den bisherigen Antworten schon ein bisschen selbst. Ja, ich stelle sie trotzdem. Ich wollte gerade sagen, das ist für mich halt das A und O. Aber auch da gibt es Unterschiede. Es ist für mich zum Beispiel so, es gibt Pump und Pump. Ja, wenn mir heute ein Athlet sagt, er braucht 10 bis 15 Wiederholungen und so viel Kohlenhydrate, damit er einen Pump zusammenkriegt, dann ist das der Pump des Blutflusses. Das ist zwar lieb, aber bringt ein bisschen was, aber ist jetzt sicher nicht das, was er ultimativ wachsen lässt. Ja. Der Pump und dieses Kontraktionsgefühl, dass wenn ich eine Bewegung richtig ausführe und die Leute, die das kennen, wissen sofort, von was ich sprich, das ist ab der ersten Wiederholung da. Wurscht, ob ich Kohlenhydrate gefressen habe, ob ich nüchtern bin oder sonst irgendwas. Und dieses Muskelgefühl versuche ich immer zu erzielen und versuche ich den Leuten beizubringen. Dass man wirklich die Kontraktion im Muskel spürt und eine bewusste Muskelkontraktion macht, der die Bewegung folgt. Also nicht die Bewegung steht im Vordergrund, sondern die Aktivierung, die Ansteuerung und die Kontraktion in der Muskulatur. Dass wir so ein bisschen den Schwenk bekommen von Training zur Ernährung. Wie siehst du die Angelegenheit Antioxidantien rund ums Training? Das ist wieder so eine Sache. Da gibt es ja zwei verschiedene Seiten der Medaille. Da gibt es jetzt das, dass man sagt, okay, über die Antioxidantien vermindere ich das Wachstumspotenzial. Ja. Andererseits wissen wir aber auch wieder, dass wir über die Antioxidantien natürlich was Gutes fürs Immunsystem tun und andere positive Auswirkungen haben.
Ja? Jetzt stellt sich immer die Frage, was wiegt schwerer, dass ich durch den hohen Trainingsreiz, weil das Immunsystem besser funktioniert, nicht krank wäre, oder dass ich vielleicht ein bisschen eine geringere Mtor-Aktivierung habe, weil ich Antioxidantien drinnen habe. Ich denke, man sollte es nicht zu verkomplizieren, aber ich bin mir, um ehrlich zu sein, ich bin mir selber nicht ganz sicher. Und im Moment möge ich meine Entscheidung auch wieder irgendwann einmal widerrufen, bin ich trotzdem aus Vorsichtsgründen eher der sagt, okay, halt mir die Antioxidantien vom Training fern, um vielleicht doch da dem Muskelwachstum nicht im geringsten zu unterbinden und ums Immunsystem und dergleichen, um die Antioxidantienversorgung kümmern wir zu einem anderen Zeitpunkt am Tag. Das ist so eine ganz, ganz häufige Frage. In welchem Zeitraum würdest du rund ums Training sagen, keine Antioxidantien? Also jetzt nicht ein Gramm Vitamin C als Tablette beispielsweise? Ich würde sagen +2, -2. Das ist, glaube ich, so das, womit die Leute am meisten anfangen können. Welchen primären bzw. bevorzugten Ansatz fährst du in Bezug auf die Ernährung? Und du hast es schon angesprochen, du hast eine Darmerkrankung. Wie weit würdest du sagen, hat dich die, auch wenn es sich blöd anhört, einfach so weitergebracht, was dieses ganze Ernährungsthema angeht? Die klingt jetzt zwar bescheuert, aber die war extrem positiv für mich. Ja, das meine ich, ja. Weil sie mich schon sehr, sehr früh dazu gezwungen hat, mich mit der Verdaulichkeit und mit der Einfachverdaulichkeit von Nahrung auseinanderzusetzen. Und sehr, sehr viele Sachen, die ich damals gelernt habe, zum Beispiel, ich habe angefangen, Cream of Rice zu essen 2005. Ja, da hat es nicht Cream of Rice geheißen, sondern war es der Hip-Reisbrei, den ich in der Kinderabteilung gekauft habe. Ja, mache ich heute immer noch so. Ja, diese ganzen Sachen sind in meiner Philosophie daraus entstanden, ja? Weil ich mich darum kümmern habe müssen, dass ich Sachen finde, die ich leicht verdauen kann, die jetzt nicht den Verdauungs-Overkill mit mir bringen. Ich habe dann auch irgendwann einmal überrissen, obwohl ich am Anfang saudeppert war und zum Teil fast 2 Kilo Fleisch am Tag gefressen habe und habe dann halt irgendwann einmal überzuckert, naja, wenn du anfängst, hochwertiges Whey-Isolat zu verwenden zum Beispiel und das Fleisch halbierst, laufst auf einmal näher mit dem Blähbauch herum und hast Verdauungsprobleme. Das heißt, ich habe aufgrund meiner doch eher komplexeren Verdauung sehr, sehr früh gelernt, das zu optimieren, und das ist natürlich im Coaching ein gewaltiger Vorteil, weil ich auch selbst nachvollziehen kann oder auch weiß, was man machen muss, wenn irgendwas in der Verdauung jetzt nicht so leibend läuft. Und aber auch das Wissen, dass das individuell ganz unterschiedlich ist und man sich das immer individuell anschauen muss. Aber diese Wichtigkeit der Verdauung war mir vor 15 Jahren schon bewusst. Und der Sport hat sich ja, muss ich jetzt sagen, Gott sei Dank in die Richtung entwickelt, wo man sagt, okay, ich brauche eine so schmale wie mögliche Mittelpartie, und die Off-Season-Ernährungsstrategie und die Belastung des Verdauungstrakts da schon sehr, sehr große Auswirkungen auf die Endgestaltung der Symmetrie des Athleten mit sich bringt. Du hast die individuellen Unterschiede schon angesprochen. Es war ja, glaube ich, so ganz, ganz lange so, dass man gesagt hat, du musst viele komplexe Kohlenhydrate essen, Haferflocken, besser der braune als der weiße Reis. Irgendwann kam man dann dazu, ja, man kann eigentlich auch einen Weizentoast essen und man kann auch weißen Reis essen, es macht keinen Unterschied. Wo würdest du dich von deiner Philosophie jetzt so einordnen? Das ist genau dieser individuelle Ansatz. Ich habe sehr, sehr viele Athleten oder sehr, sehr viele Sportler, vor allem die hochkalorisch unterwegs sein müssen, die natürlich, wenn ich viel Vollkornprodukte drinnen hätte und die Ballaststoffdichte zu hoch wäre, dann steigen die mit der Verdauung aus. Das funktioniert ab irgendeinem Punkt nicht mehr. Genauso wie, natürlich ist es toll, bei jeder Mahlzeit Gemüse und viel Gemüse drinnen zu haben, nur irgendwo geht das halt nicht mehr, weil das Essensvolumen viel zu groß wird und die Ballaststoffdichte viel zu groß wird. Das heißt, da muss man sich nach der Decke strecken. Das hängt auch ein bisschen mit dem Hungerverhalten der Leute an, mit dem Sättigungsgefühl der Leute an. Für mich ist die Quintessenz ist der individuelle Zugang zur jeweiligen Person und dort zu versuchen, sowohl die maximale Performance als auch das so gut wie mögliche Wohlbefinden rauszuholen
Und das ist in vielen Fällen der weiße Reis und das kann auch manchmal bei Leuten, die dauernd Hunger sind, die eh nicht allzu viel essen können, der Vollkornreis sein, weil er natürlich eine längere Sättigung hat und die Verdauung, wenn es wenig ist, ja auch nicht negativ beeinflusst. Wie viel Ballaststoffe setzt du so am Anfang an, um zu schauen, wie gut jemand reagiert auf irgendwas? Hast du da irgendwie so einen Richtwert? Ich rechne die Ballaststoffe nie extra raus, ja, aber ich habe in meinen Basisplänen schon immer Haferflocken drinnen und ich habe in meinen Basisplänen eigentlich auch immer 100 Gramm Gemüse, wenn ich also ein Fleisch-Reis-Gemüse-Mahlzeit 100 bis 150 Gramm Gemüse drinnen und von dem entwickle ich mich dann immer weg. Und lustigerweise ist es immer öfter der Fall, dass man Gemüse reduzieren muss, beziehungsweise Haferflocken rausstreicht oder Haferflocken halbiert und nur mehr eine Haferflocken-Mahlzeit. Weil es ist im Endeffekt auch nicht absolut, dass man sagt, okay, der vertragt gar keine Haferflocken, sondern es gibt halt wirklich so eine Ballaststofftoleranzgrenze am Tag. Ob die bis zu der funktioniert es blendend und großartig und ob an einer gewissen Grenze funktioniert es nicht mehr. Für wie wichtig erachtest du Mahlzeitentiming? Du hast auch ein Video auf deinem Kanal, aber einfach für die Leute, ja, die es noch nicht wissen. Das ist was Wesentliches. Und zwar für mich gibt's, wenn ich das Grundkorsett vom Mahlzeitentiming habe, dann ist es für mich wichtig, dass das früh, also ich bin ein Fan davon und habe das auch bei meinen Plänen. Ich bin jetzt kein Fastenfan, sage ich gleich. Ich halte es davon, nichts in der Früh einmal nichts zu essen. Das widerspricht meiner Ideologie. Für mich ist es wichtig, in der Früh gleich das Frühstück zu haben, außer man hat halt nüchtern Cardio, dann ist das ein bisschen eine andere Situation. Aber in der Früh das Frühstück zu haben, vor dem Schlafengehen im Bereich von einer halben bis dreiviertel Stunde, maximal Stunde vor dem Schlafengehen eine Mahlzeit, das ist einmal das Außengerüst. Ja. Dann habe ich das Trainingsgerüst, wo es bei mir in der Basisregel so ist, dass ich eine Stunde bis eineinhalb Stunden vorher eine Pre-Workout-Mahlzeit habe, dann eine Intra-Workout-Mahlzeit und zwei Post-Workout-Mahlzeiten, eine unmittelbar danach und eine Stunde danach. Und die restlichen Mahlzeiten sind möglichst gleichmäßig über den Tag aufgeteilt. Das war jetzt sehr vereinfacht ausgedruckt. Ja, ich glaube, das ist perfekt so. Du hast es schon angesprochen, wäre meine nächste Frage gewesen. Was hältst du von intermittierendem Fasten im Bodybuilding? Und würdest du einen Unterschied machen zu allgemeiner Gesundheit, wenn das Ziel jetzt nicht ist, maximale Muskulatur aufzubauen? Also grundsätzlich, Fasten hat ja aufgrund der Zellerneuerungsprozesse, wir wissen das, Fasten regt Zellerneuerungsprozesse an, hat es natürlich einen gesundheitlichen Nutzen zu fasten. Allerdings bringt du intermittent Fasten auch nichts, sondern da müsst ihr mal schon einmal so eine 20, 24 oder zum Teil 40 Stunden Fastenperiode haben, dass diese Zellerneuerung angeregt wird. Das heißt, diesen Zellerneuerungseffekt, den habe ich mit Intermittent Fasten auch nicht da. Ich halte es für die Energiebalance im Körper und auch dafür, dass man ja grundsätzlich nicht weiß, wann der Körper regeneriert und wann er aufbaut und ich da Zeiten ohne Nährstoffe habe, aufgrund des geballten Nährstoffzuflusses und der Nährstoffunterversorgung, also diesen zwei großen Polen, halte ich das für suboptimal. Das Einzige, wo ich sage, wo Intermittent Fasten vielleicht einen Zweck hat, ist für einen, der sich wirklich schwer tut, abzunehmen. Und oft ist es so, dass nichts zu essen einfacher ist, als wenig zu essen. Aufgrund der Blutzuckerkurve und. Und wenn er dann isst, ist er so viel, bis er fast speibt. Dass man natürlich am Ende aller Tag zu einer negativen Kalorienbilanz kommt, wenn man, keine Ahnung, 12 Stunden, 16 Stunden am Tag nichts isst und dann nur mehr eine gewisse Zeit zum Essen da hat, um einfach mittels eines Tricks die Kalorienzufuhr zu minimieren, weil das konstante Essen aus psychologischen Gründen schwierig ist. Das wäre für mich der einzige Nutzen, warum ich sagen würde, ja, das hat irgendwie eine Berechtigung. Aber nicht einmal dann wirklich. Auch du als Colitis ulcerosa Betroffener würdest sagen, Fasten hat dir jetzt gar nichts gebracht oder ist das wieder ein bisschen unterschiedlich zu betrachten? Das ist erstens unterschiedlich zu betrachten und zweitens ist bei der Colitis beziehungsweise bei diesen Sachen bei mir immer das größere Problem gewesen, größere Nährstoffmengen auf einmal. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich auf mehrere kleine Mahlzeiten stehe, weil das auch für mich das Einzige war, was funktioniert hat.
Ich nehme jetzt mal deinen Schlafrhythmus als Basis. Du gehst um 23 Uhr ins Bett und stehst um 7 Uhr auf. Wann ist die erste Mahlzeit, dass es am meisten Sinn macht, deiner Meinung nach? Dadurch, dass mein nächstes Problem kommt, dass ich erblich bedingter Hashimoto-Thyreoiditis habe unter Schilddrüsenunterfunktion, muss ich meine Schilddrüsentabletten nehmen, die nehme ich um 7 und um 7:20 Uhr esse ich. Okay. Das würdest du auch so weiterführen für einen typischen Athleten von dir? Direkt ja, essen, wenn immer. Man aufsteht? Ja, genau. Es gibt die Sachen, die man nüchtern nehmen muss und 20 Minuten warten muss oder 25 und dann habe ich. Was sagst du zu Gluten- und Laktoseunverträglichkeiten, was heute auch schon so ein ganz, ganz wiederholtes Thema ist? Also grundsätzlich finde ich Milch ist ein gutes Lebensmittel, wenn man es vertragt. das ist jetzt so diese Sache. Bei Milch kann ich ja nicht nur das Laktoseproblem haben, sondern natürlich auch das Milcheiweißproblem. Das, aber wenn ich jetzt eine Laktosetoleranz habe, dann ist Laktoseintoleranz, ist das für mich natürlich Gift. Laktoseintolerant werden, keine Ahnung, wenn es in Mitteleuropa 15-20% sind, wird es viel sein. Für die, die nicht laktoseintolerant sind, ist die Milch absolut kein Problem und stellt, wenn sie nicht Milcheiweißallergiker sind, wird das überhaupt kein Problem darstellen. Das gleiche ist bei Gluten, wirklich glutenintolerant, also Zöliakie haben ganz, ganz wenige, für die ist das der absolute, unter Anführungszeichen, Tod und das Problem. Und sonst sehe ich keine großen Probleme im normalen Getreide. Ich würde das jetzt nicht als meine Haupt- oder einzige Kohlenhydratquelle sehen, aber ich würde jetzt auch Weizen und Abkömmlinge vom Weizen aufgrund der Glutenproblematik jetzt nicht das Teufel sehen, wenn ich da keine individuellen Probleme habe, was das betrifft. Also diese akribisch drauf zu verzichten, wurscht, ob du das vertragst oder nicht, finde ich, ist eine unnötige Limitierung an Nahrungsmitteln. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an Tim Budesheim, der, glaube ich, ich weiß nicht, ob es temporär war, Unverträglichkeit gegen Milch und Hühnerprotein, Eiprotein, ich bin mir nicht mehr 100% sicher. War das auch schon ein Zeitpunkt, als ihr in Kontakt wart? Nein, das war vorher, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst. Okay, kennst du sowas, dass jemand sowas temporär entwickelt, weil das zu viel ist und dann auch wieder wegbekommt? Das kann sein, aber andererseits spielt ja bei ganz, ganz vielen Allergien die psychische Komponente und wie gut es einem geht und wie hoch das Stresslevel ist, ja ganz, ganz, ganz eine große Rolle. Das ist ja auch bei allen allergisch bedingten Krankheiten wie Asthma, Neurodermitis oder auch bei mir die Colitis der Fall, dass das Stresslevel da Ausprägungen viel, viel massiver in ihrer Heftigkeit zutage bringt, als wie wenn es einem zum Beispiel psychisch und stresstechnisch gut gibt. Das heißt, es kann sowohl einen Einfluss aus dem aktuellen Stresslevel geben, warum man gegen gewisse Sachen zu gewissen Zeitpunkten heftiger reagiert, als auch natürlich eine Überbelastung mit so einer Sache. Du hast angesprochen, dass man nicht akribisch und genau alles einfach weglassen sollte, was so per se im Mainstream verschrien wird. Würdest du sagen, dass man verlernen kann, gewisse Sachen zu verdauen, wenn man sie lange weglässt? Beispielsweise Laktose, dass der Körper einfach nicht mehr viel Laktase bildet, weil er es nicht mehr kennt? Erstmal? Das ist eine interessante Frage, habe ich mir so jetzt gar nicht überlegt. Aber wäre grundsätzlich nachvollziehbar. Aber das ist sicher, wenn dann eine reversible Sache, weil wenn du das Laktaseenzym bilden kannst, dann wirst du es auch wieder bilden können. Aber es kann natürlich sein, dadurch, dass unser Körper ja relativ schnell und gut auf gewisse Sachen adaptiert, dass akut keine Laktase oder wenig Laktase da sind, wäre für mich nachvollziehbar, aber bitte nagelt es mich nicht fest, ich habe keine Ahnung und habe mir darüber eigentlich noch keine Gedanken gemacht. Was sagst du zu If It Fits Your Macros? Ist auch so ein Trendbegriff die letzten Jahre. Ja, ist für mich eine absolute Katastrophe, weil halt die Qualität der Lebensmittel keine Rolle spielt und das ist halt was ganz was Wesentliches. Also es spielt ganz einfach eine Rolle, ob das jetzt
ein Monosaccharid, ein Di- oder ein Polysaccharid ist, es spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob das eine ungesättigte, einfach gesättigte Fettsäure oder mehrfach ungesättigte Fettsäure, eine MCT-Fettsäure ist. Es spielt eine Rolle, ob das Händel aus einer ungarischen Händelfarm kommt, das mit Wasser aufgespritzt wird, oder ob das ein nachhaltiges Fleisch von einem Biobauernhof ist. Insofern stellt man bei Efficio Macro den Nackenhaar auf. Gibst du deinen Athleten dann direkt die Tipps, holt euch Fleisch von besonderer Qualität, ja, gebt da ein bisschen mehr auf? Ja, selbstverständlich. So ist es. Also ich bin auch aus meiner Historie ein bisschen geschuldet, der ja früher sehr viel Fleisch gegessen hat. Ist selbst beim Superschwergewicht bei mir selten mehr als 750, 650 Gramm Fleisch am Tag drinnen insgesamt. Das heißt, ich versuche es mit meinen Plänen den Leuten auch leichter zu machen, eventuell qualitatives Fleisch zu kaufen, weil es ist natürlich eine Geldbörse-Frage, braucht man jetzt gar nicht sagen, aber ich sage mir es lieber, der hat insgesamt um 30, 40 Gramm Protein weniger am Ende aller Tag am Plan und kann sich dafür qualitativ gute Lebensmittel kaufen und wird dann auch mehr Nutzen davon ziehen. Der muss irgendwie mit dem letzten Cent auf die Proteinmenge kommen und kauft sich nur einen Schaß. Finanziell ist auf jeden Fall ein großes Thema bei gutem Fleisch. Absolut. Würdest du sagen, wenn jemand und für mich ist es zum Beispiel auch vollkommen, für mich ist es auch vollkommen okay und diese Situation gibt's. Es gibt ja auch ärmere Länder als Deutschland und Österreich. Und da kommen dann, und das ist für mich vollkommen okay, dass die Leute sagen, Herr Stefan, ich schaffe das finanziell nicht. Na, da muss man halt andere Lösungen finden. Dann hofft man, dass der Typ Milchprodukte vertragt und dann verstreut man halt vermehrt Milchprodukte ein. Oder keine Ahnung, die Oma hat einen Bauernhof daheim und hat Händel und hat mehr Eier. Dann versucht man halt irgendeinen Weg zu finden, um für diesen Menschen sowohl verdauungstechnisch, finanziell irgendwie das Beste rauszuholen. Weil Möglichkeiten gibt es viele, wenn man nicht zu engstirnig ist und nicht glaubt, dass alles genau so sein muss. Womit tauschst du primär aus, wenn jemand sagt, Fleisch ist zu teuer in der Qualität als Ersatzprodukt sozusagen? Oft ist es so, vor allem in Brasilien, Brasilien ist Fleisch jetzt nicht so das Problem, aber dass man natürlich dann versucht, mit dem Whey-Protein zu arbeiten oder eben mit Milchprodukte zu arbeiten, das sind so die ersten Sachen, mit denen man immer probiert, weil Eier sind ja im Endeffekt eigentlich teuer. Ja. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, für 20 Gramm Protein braucht man ungefähr 200 Milliliter Eiklar und 200 Milliliter Eiklar, was sind das? Sind wahrscheinlich 6 Eiklar, so irgendwas, Pi mal Daumen. Also da brauchst du schon eine relativ große Menge. Ja, wird billiger sein als Fleisch. Also wäre auch eine Möglichkeit. Bist du Fan von Eiklar? Oder sagst du, Ei ist eigentlich so ein gutes Lebensmittel, wenn man es gelb drin hat, weil mehr Nährstoffe drin sind? Das ist tatsächlich so. Nur irgendwie am Ende aller Tag geht es im Leben oder auch im Bodybuilding oft um Kompromisse. Ja? Wenn ich jetzt 50 Gramm Eiweiß brauche, dann kann ich das, oder natürlich kann ich es, wenn ich den kalorischen Bedarf habe, das mit Vollei machen. Ja? In den wenigsten Fällen geht das aber. Das heißt, bei mir ist es so, ich schaue dann halt immer auf den kalorischen Bedarf der jeweiligen Person. Ein Eidotter ist eigentlich immer dabei und das kann hochgehen bis 3-4 Eidotter und die muss halt die Waagschale halten. Was ich dich zur Ernährung unbedingt noch fragen wollte, es gibt ja in den letzten paar Jahren so einen kleinen Hype um Apfelessig und um Ingwer für die Verdauung, unter anderem, glaube ich, auch durch Roman Fritz. Wie schätzt du die beiden potenziellen Helferlein ein, sage ich jetzt mal direkt? Ja, das macht definitiv Sinn und bringt den Leuten auch was. Ich würde da aber noch dazugeben, so eine Trias machen, 10 Gramm Glutamin in der Früh für die Hydrierung des Verdauungstrakts noch dazu. Also sagst du, bist du Fan davon, Apfelessig, Ingwer, ja, dann noch Vitamin dazu? Ja, ich wollte gerade sagen, ist wirklich was gut funktioniert. Bevor ich noch zu einer perspektivischen Frage am Ende des regulären Teils komme, weil wir haben, wie gesagt, sehr viele
Zuschauerfragen. Was sind für dich wichtige Marker, um Regeneration deiner Klienten zu überwachen? Und was gibst du ihnen so grundlegend mit an die Hand, um ausreichend zu regenerieren? Was behält man im Auge? Was sind so Hinweise? Ja, was für mich wichtig ist, ist einmal zwischen den Zeilen zu lösen. Wenn ich so Motivationsloch, Defizit, das zwickt, denke ich natürlich als allererstes an die Regeneration. Hunger, der zurückgeht, lässt auch sehr oft auf mangelnde Regeneration schließen. Schlechter Schlaf lässt auf mangelnde Regeneration schließen. Und wie gesagt, für mich ist ein wesentlicher Teil meines Coachings das Tracken der Leistung. Ja. Mhm. Das muss jetzt kein Kraftstieg immer sein, aber die Performance muss passen. Und wenn die Performance wegdroppt, dann ist es halt immer ein Regenerationsdefizit. Das heißt, dann neben dem Hunger, des Schlafs und ob der Typ mürrisch oder nicht mürrisch ist, das merkt man so ein bisschen, wenn man die Leute kennt, ist natürlich die Performance der maßgebliche, objektivierbare Faktor, wenn es darum geht, hat man genügend Regeneration oder zu wenig. Schlaf ist ein gutes Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr bei Vario mittlerweile ein Schlafprodukt habt oder ob ihr eins anstrebt. Wir haben ja mittlerweile eins. Mhm. Bist du Fan von solchen Produkten, den Schlaf zu verbessern mit GABA, Melatonin, 5-HTP, was es alles gibt? Nachdem man die Probleme versucht hat zu beseitigen. Mhm. Das muss für mich auch bei der Verdauung. Verdauungsenzyme sind was Wunderbares und das funktioniert da groß wegen. Nur ich finde es paradox, wenn man nicht vorher die störenden Faktoren beseitigt. Ja? Und wenn man jetzt nicht schlafen kann, weil man zu viel Stress hat oder weil man zu lang fernschaut oder weil es zu hell ist oder weil man keinen Schlafrhythmus hat oder was der Kuckuck was, dann finde ich es blöd, wenn man sich Supplemente einpfeift und die nur was besser machen, was eigentlich optimal funktionieren könnte. Ja? Mhm. Das ist halt nur symptomatische Behandlung und keine Ursachenbehandlung. Und ich bin halt einfach ein Fan, die Ursache besser zu kriegen. Manchmal geht das nicht, weil man Manager in einer großen Firma ist, viel Sorgen hat und viel Stress hat. Dann haben solche Sachen für mich wirklich eine Berechtigung. Aber trotzdem sollte man zuerst immer versuchen, die Ursachen so gut wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Was hast du noch für Tipps? Was hast du jetzt gerade gesagt? Rechtzeitig ins Bett, beziehungsweise einfach einen guten Schlafrhythmus, dunkel. Dunkel, Temperatur im Schlafzimmer, früh genug mit Blaulicht aufhören oder Blaulichtfilter verwenden. Mhm. Wesentlicher als die akute Uhrzeit des Schlafs ist, dass der Schlaf immer zur gleichen Zeit ist. Mhm. Also diese Regelmäßigkeit des Schlafes ist auch ganz eine wesentliche Komponente, die Schlafqualität verbessert. Stellst du einen Wecker? Das sind so die Hauptfaktoren. Nein, nie. Nee, also du wachst von alleine auf und stehst auch auf, wenn du wach bist quasi und sagst nicht, presse mich aus dem Schlaf raus mit einem Alarmton. Genau, also ich habe bis auf dreimal im Jahr den Luxus, dass ich das nicht muss. Mhm. Abschließend, also bevor wir die Zuschauerfragen durchgehen, würde ich mich natürlich für deine Prognose zu ein paar deiner Athleten interessieren. Da habe ich mir vier rausgesucht und wir starten mit einem für mich schon sehr starken Athleten eigentlich in der Classic Physik, nämlich mit Fabian Mayer. Mhm. Wie siehst du sein Potenzial im Profizirkus? In kürzerer Zukunft bin ich jetzt sehr optimistisch und so Potenzial für Top 10 bei der Olympia. Mhm. Wie weit es nach vorne geht, auf Fabians Plus steht die unglaubliche Muskelreife, die tolle Konditionierung, die bei RMK großes Problem ist, die gute Symmetrie auf der Minusseite steht, die limitierenden Schlüsselbeine, die nicht allzu breit sind und jetzt sicher nicht die hundertprozentige Taille. Wie weit es dann am Ende aller Tag noch vorne erreicht, hängt von den Fehlern der anderen ab. Was ist euer Plan fürs Jahr 2021? Ja, Olympia-Quali holen. Okay, über Punkte oder wirklich auch mit Wettkampfsieg? Na, mit Sieg, wenn dann, bam. Also das ist jetzt der Plan und das ist das Ziel. Ich glaube, es ist realistisch, aber wie bei allem im Leben gibt es nichts Fixes und es gehört natürlich eine Menge Glück dazu, aber Klassikphysik ist Krieg. Also die Leistungsdichte in der Klassikphysik ist einfach
absolut abartig. Absolut abartig. Also es gibt definitiv im 2020 und im 2019er Jahr Klassik-Physik-Sieger, die schlechter waren als der Fabi. Kann man ganz offen und ehrlich so sagen. Aber es gibt natürlich auch welche, die besser waren. Und am Ende aller Tag muss zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein. Das heißt, fix ist nichts, aber das ist das Ziel und wir werden alles tun und uns bemühen, damit das Ziel erreicht wird. Mhm. Wo geht's für seinen eigentlichen Konkurrenten Urs Kaleczynski hin, der sicherlich noch ein bisschen braucht, bis er beim Fabian ist vom Niveau her? Ich wollte gerade sagen, der Urs hat wieder den Vorteil eines unglaublich tollen Knochenbaus. Also dieses Taillen-Schlüsselbein-Verhältnis ist beim Urs Hammer. Ja, das heißt, da hat der Urs dem Fabian gegenüber volle Vorteile. Der Urs hat natürlich wieder, dem fehlt natürlich noch die Trainingsjahre, die Muskelreife. Wir dürfen nicht vergessen, der Fabian trainiert mittlerweile, der Fabian hat angefangen zum Trainieren, glaube ich, wie er seit 16 oder 17 Jahren trainiert, der Fabi. Mhm. Ja. Das ist der Urs ja fast gerade mal alt. Ja, das ist eine echt lange Zeit und dementsprechend, und dann kommt der Fabi ja auch noch vom Bodybuilding, der war ja schwerer, der Fabi muss ja um seine Masse nicht kämpfen, er hat die Mr. Olympia Overall gewonnen, war Profi-Weltmeister bei der NAVA und hat dann halt eine Pause gemacht und ist im Classic Bodybuilding wieder zurückgekommen. Dem Urs fehlen natürlich noch die Jahre, aber ich glaube auch, dass der Urs über die Jahre gesehen, jetzt vielleicht nicht so kurzfristig, aber über die Jahre gesehen, sicher auch den einen oder anderen Profi-Wettkampf gewinnen kann und auf der Olympia steht. Ich weiß nicht, wie er gerade aussieht. Er macht da ein bisschen Geheimnis drum. Er hat mir aber versichert, dass er mir Privatbilder zuschickt. Was glaubst du, kann ein Urs dieses Jahr schon bei Mr. Olympia stehen durch Punkte? Ich weiß nicht, was drunter ist. Unter seinen das Klamotten ist, aktuell. Das ist gut, was darunter ist. Also der Bursche hat ordentlich zugelegt. Aber ich habe keine Glaskugel, also abgerechnet wird dadurch, dass es meine erste Diät mit dem Urs ist, muss ich schon schauen, dass ich objektiv bleibe. Ich bin mit der Offseason wahnsinnig zufrieden, also er hat sich toll entwickelt, die Zusammenarbeit mit dem Urs ist großartig, er gibt mir das richtige Feedback, das ist wirklich gut, aber ich muss auch erst schauen, wie er auf den Diätreiz reagiert. Es ist so, dass der Urs, wie wir schon gesagt haben, eine großartige Linie und eine unglaubliche Symmetrie hat, aber auch bei seinem ersten Profi-Jahr und da ist man natürlich noch ein bisschen was an Form abgegangen. Ja. Das heißt, ich habe noch nicht gesehen, wie schaut der Urs komplett fettfrei aus und es ist heute in der Klassik notwendig, dass du abzogen wie Sau bist und trotzdem noch eine gute Linie und eine schöne Symmetrie hast. Das muss ich erst sehen und dann kann ich da eine genauere Einschätzung geben, ob das heuer schon reichen wird. Er wird definitiv ganz stark verbessert sein, er wird sehr, sehr gut sein und wir werden natürlich alles versuchen, um das möglich zu machen. Ich hatte sie neulich erst im Podcast und bei ihr weiß ich auch, sie ist wirklich sehr, sehr strikt, was Ernährung, Training und so weiter angeht. Was kann die Johanna Dürr der Bikini-Klasse erreichen, deiner Meinung nach? Die Johanna ist auch sehr, sehr brav, sehr, sehr gut. Muskulär bringt sie eigentlich schon alles mit. Die hätte noch gerne ein bisschen mehr Hintern. Wir versuchen die Taille im Moment auch noch zu verbessern, was sehr, sehr gut funktioniert. Nur wenn ich in einer Klasse so gut wie keine Einschätzungen machen kann, dann ist es in der Bikini-Klasse. Das ist im Moment, und die Olympia hat es gezeigt, ein wirkliches Roulette. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das unfair ist oder unobjektiv ist, aber die Bewertungskriterien sind oft vom Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich. Und deswegen ist es wirklich schwer, da eine Schätzung rauszugeben. Das absolute Ziel ist natürlich, wie bei jedem Starter, wie immer, besser als das letzte Mal zu sein. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man das auch erreichen wird. Und der Rest lässt sich ganz schwer prognostizieren. Würdest du sagen, ist es gut, dass da immer so ein bisschen gewürfelt wird und man flexibel bleibt, oder würdest du dir striktere Kriterien wünschen? Ja, würde ich mir wünschen, vor allem in der Bikini. In der Bikini ist es halt
Die sehen ja immer alle hübsch aus, sieht alles toll aus, aber irgendwie nachvollziehen kann man es immer schwer, ehrlich gesagt. Was halt in der Bikini in letzter Zeit oder ganz, ganz stark noch mehr bei den Amateuren als bei den Profis durchkommen ist, ist, wenn man sagen kann, was jeder Sieger bei so einem Pro-Qualifier zu, also alle haben irgendwie anders ausgeschaut. Ne? Ja. Die eine war muskulösere, die andere war weniger muskulös, die eine war härter, die andere war weniger. Aber was sie alle hatten, war die perfekte Präsentation. Mhm. Die sind auf die Bühne, die haben gestrahlt, ich nenne das immer so Sparkeln. Ja? Mhm. Die haben dort oben gescheint, waren da und haben so eine Siegerausstrahlung gehabt. Und das ist, glaube ich, im Moment der allerwichtigste Aspekt bei der Bikini. Mhm. Und das lässt sich halt körperlich oft nicht beeinflussen. Und das macht die Klasse zu einer sauschweren Klasse. Mhm. Dann zu guter Letzt, und das wird sicherlich die meisten Deutschen interessieren, wie schätzt du die Möglichkeiten von Tim Budesheim ein? Der Tim ist für mich der großartigste deutsche Bodybuilder im Moment. Auch mit dem größten Potenzial auch noch für Verbesserungen. Ja? Die Muskelreife, die der Tim hat, natürlich auch zurückzuführen auf seine akribische Arbeit über elendslang. Der trainiert ja schon länger, als er alt ist in Wirklichkeit. das ist halt was in der IFBB Pro League extrem gutiert wird. Ja. Wir arbeiten akribisch dran, dass wir heuer seinen Rücken verbessern. Der ist schon verbessert, Beinbizeps ist schon aufgeholt, Arm ist aufgeholt und werden mit Sicherheit wieder die Tim Budesheim Signature Condition bringen. Und am Ende aller Tag heißt das Ziel natürlich auch Olympia-Quali. Mhm. Und wir werden alles dafür tun, dass das funktionieren wird. Mhm. Dann danke auf jeden Fall für die Einschätzungen. In dem Moment bin ich nämlich alle meine Fragen losgeworden. Wir haben aber echt noch einige Zuschauerfragen übrig. Ja, 11 Stück insgesamt. Ich hoffe, du bist noch aufnahmefähig und hast noch Lust. Aber ja. Dann starten wir mit Frage Nummer 1. Was würdest du sagen, sind im Bodybuilding die größten Unterschiede zwischen unterstützten und nicht unterstützten Athleten? Training, Ernährung, Regeneration? Die sind geringer, als die meisten Leute glauben. Also natürlich hat man eine verbesserte Regeneration als unterstützter Athlet und vielleicht ein bisschen ein höheres Kraftniveau, kann den Stoffwechsel besser steuern und manipulieren, als man es als nicht unterstützter kennt. Aber die Arbeit, die beide leisten müssen, ist absolut die gleiche. Mhm. Also ich verschiebe halt einfach alles ein bisschen. Ja, also ich glaube, das ist so das, was die allerwenigsten hören wollten wahrscheinlich, wenn solche Fragen gestellt werden. Ich sage jetzt eine provokante Sache. Oder bitte. Ja. Naturale Athleten erwarten sich, dass wenn sie anfangen, was nehmen, das Bumm macht und dass sie dann super toll werden. Wenn es natural nicht schon gut warst, bist du supplementiert auch nicht gut. So traurig das jetzt klingt, aber das ist die Realität. Mhm. Okay, dann lass uns weitermachen. Frage Nummer 2. Bis zu welchem Alter kann man als männlicher Athlet Muskelmasse aufbauen? Beziehungsweise ab welchem Alter baut der Körper ab? Welche Faktoren sind förderlich für den Muskelerhalt? Also ich sehe immer wieder, und ich habe auch Masters-Athleten, die ich betreue, wo man mit 50 plus noch muskuläre Verbesserungen erzielen kann. Mhm. Wenn der Körper noch verletzungsfrei und funktionstüchtig ist. Das ist halt oft das Problem, weil wenn du heute einen 50-jährigen Bodybuilder hast, dann ist es in 90% der Fälle einer, der Bodybuilding seit 30 Jahren macht oder seit 40 Jahren. Aber ich habe lustigerweise auch hin und wieder Leute, die mit 45 in ihren zweiten Frühling kommen und mit Bodybuilding anfangen oder mit sogar mit 50, die machen großartig muskuläre Fortschritte. Super cool, also das geht. Mein ältester Neuling war 55. Bis dahin kann ich es objektiv sagen, da sind muskuläre Fortschritte ohne Probleme möglich und es ist nie zu spät. Also sagst du, es gibt darüber, also im älteren Alter fehlt mir die Erfahrung.
Also du sagst aber prinzipiell, gibt es jetzt nicht so ein bestimmtes Alter, man muss halt noch fit sein. Also es darf nicht, so dürfen keine Titanplatten und Plastikbänder im Knie sein. Limitierend ist in vielerlei Hinsicht die Verletzungen der Vergangenheit. Frage Nummer 3, was waren deine größten Erfolge, unterteilt in 3 Kategorien, allgemein im Leben, in deiner eigenen sportlichen Laufbahn und als Coach? Am allgemeinen Leben, dass ich es geschafft habe, dass mich meine Frau geheiratet hat. Und dass sie da bleibt, obwohl du die ganze Zeit am Handy hängst, oder? Und dass sie mittlerweile seit 1999 auf meiner Seite ist. Mhm. Inklusive meiner Tochter. Das ist sicher der größte Erfolg, den ich in meinem Leben gehabt habe. Mein größter sportlicher Erfolg. Für mich selbst 300 zu beugen. Mhm, okay. Also du knüpfst nicht mal an einen Wettkampf. Nein, das ist jetzt nichts, wo ich sage, wenn du jetzt österreichischer Meister wirst, wo ich sage, in einer WFF-Klasse, nicht einmal in einer Bodybuilding-Klasse, dann ist das nichts jetzt, was auf das ich stolz wäre. Das erwähne ich eigentlich ja gar nicht. Mhm. Aber 300 zu beugen und 300 zu heben, würde ich als solches sehen. Also auf das bin ich sehr stolz. Und als Coach? War es sicherlich, ich habe heuer zwar 2. Plätze bei FBB Professional League Wettkämpfen, aber emotional mehr war sicher der Gesamtsieg von Fabi und der Gesamtsieg von Fabio heuer bei der Arnold Classic. Also bei der 2 Gesamtsieger in einem und mein insgesamt 3. Gesamtsieg oder ich habe insgesamt 3 Gesamtsiege bei der Arnold Classic in Ohio als Coach. Das würde ich grundsätzlich sehen. Okay. Frage Nummer 4. Hilfst du auch Normalos oder nur Athleten, die Profi sind bzw. Profi werden wollen? Und was sind deine Aufnahmekriterien? Normalos auch. Aufnahmekriterien ist ein individuelles Bauchgefühl. Okay, also du brauchst eine Bewerbung, sage ich jetzt fast schon. Ja, es ist so, wenn jetzt wer schreibt und sagt, Stefan, was kostet und was ist das, dann schreibe ich immer das gleiche Satz zurück und ich brauche aktuelle Ernährung, aktuelle Fotos, aktuelle Supplemente, Training und eventuell sonstige Unterstützung, kurz- und langfristige Ziele. Und dann schaue ich einmal, was zurückkommt und wie das geschrieben ist. Ob das realistische Ziele sind, ob ich da Feuer sehe für den Sport oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich da auch kein Formular, das auszufüllen ist, sondern ich mag es, wenn man die Leute da frei von der Leber weg was zurückschreiben. Und dann ist ein Bauchgefühl. Aber wenn dir jemand sagt, was ich gestern gegessen habe, weiß ich nicht, aber ich esse immer viel und das, was Mama kocht, dann sagst du, besser nicht. Na, dann sage ich ihm, dass es notwendig ist, also wenn das andere interessant ist, ja, was er geschrieben hat, dann sage ich ihm, dass es für mich als Coach wichtig ist, weil sonst können wir nicht zusammenarbeiten, dass es Nachvollziehbarkeit im Essen gibt und ob er sich das vorstellen kann. Dann geht das Gespräch weiter oder hört auf. Okay. Frage Nummer 5. Gibt es in der Zusammenarbeit mit Athleten einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Wenn ja, wie würdest du ihn beschreiben? Frauen sind einfacher. Ja? Ja. Sind auch schon. Frauen leitfähiger? Ich hatte das, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht mehr mit wem, aber der hatte gemeint, Frauen sind irgendwie nicht so kompliziert und auch nicht so wehleidig manchmal, wie man vermuten würde eventuell als Mann. Na, da kenne ich solche und solche, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Zusammenarbeit mit Frauen ist meistens sehr angenehm. Okay. Aber du würdest jetzt da keinen auf den Podest stellen und sagen, das ist jetzt so 100% lieber mit Männern oder Frauen zu arbeiten. Na, gar nicht. Ich finde beides voll cool und ist auch, man muss auf unterschiedliche Sachen aufpassen und es ist ja nicht nur Mann, Frau, es ist ja auch das Arbeiten in den unterschiedlichen Klassen ganz unterschiedlich und diese Vielseitigkeit macht so aus, wie ich am Anfang auch schon gesagt. Jetzt hast du gesagt, Frauen sind einfacher. Sind sie einfacher zu handeln in der Psyche oder
ist es so wirklich das, wie man jemanden einstellt, quasi in der Diät fürs Training? Weil bei Frauen spielt ja so ein ganz großer Punkt mit die Menstruationsgeschichte. Ja, das ist jetzt nicht so das Problem, aber bei Männern hat man immer das leidige Thema, dass jeder mehr nehmen will, obwohl es keinen Sinn macht und aus einem Pudel man so und so keinen Dobermann machen kann. Das ist einmal das Erste, das ist bei Frauen grundsätzlich jetzt nicht so der Fall. Und bei Frauen habe ich auch nicht so dieses, ich habe kein Volumen, ich bin flach. So diese nervigen Parameter. Also ist bei Frauen oft einfacher. Ja, ich höre raus, wenn jemand dein Klient ist und das jetzt gerade hört, bitte keine mehr, ich bin flach, setz. Ich brauche mehr Kohlenhydrate. Das hat ja hin und wieder eine wesentliche Berechtigung, deswegen würde ich das jetzt ja nicht so pauschal sagen. Ja. Ja. Aber oft ist es halt wirklich aus dem Kontext gerissen. Okay, Frage Nummer 6, eigentlich so eine sehr einfache Frage, wie viel sollte man täglich trinken? Jeder sagt da irgendwie etwas anderes. Es kommt ja ganz drauf an, ob es heiß ist, ob es nicht heiß ist, ob es schwitzt oder nicht schwitzt. Ich sage jetzt einmal zwischen 2,5 und 5,5. Das war eine Dame auf jeden Fall. Ich sage einmal zwischen 2,5 und 5,5 Liter so irgendwas, wenn du sportlich aktiv bist. Ja. Frage Nummer 7. Es wird rechnerisch. 10 mal 90 Kilogramm gleich 900 Kilogramm. 8 mal 95 Kilogramm gleich 760 Kilogramm. Progress Was? Oder kein Progress? Okay. Ich kann es auch nochmal wiederholen. Kann ich nicht beantworten, weil ich weder die Übungsausführung von A noch von B gesehen habe. Also es gibt ja total schnell Fake Progress. Und das ist halt der relevante Faktor. Was waren die Kilozahlen? Ja, 10 mal 90 oder 8 mal 95. Achso, okay, dann sagen wir, das ist Bankerdruck. Ja, wenn das beides bis zur Brust schön runter war und im selben Tempo war, kann ich es objektiv miteinander vergleichen. Mhm. Ja? Sagen wir mal, die Technik war perfekt gleich. Ist es ein Progress? Dann haben wir 10 mal 90 und 8 mal 95. Mhm. Dann ist 8 mal 95 am Weg zum Progress. Okay, was wäre der Progress, der Weg gegangen sozusagen schon? Ja, er hat, also für mich ist es immer so, wir setzen korrekte Trainingstechnik voraus. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte im Satz zwischen, ja, sagen wir mal, 5 und 9 Wiederholungen machen oder für das Beispiel zwischen 7 und 10 Wiederholungen machen und er hat 10 mal 90 erreicht, das heißt, er darf beim nächsten Training mehr Gewicht nehmen. Ja? Und er nimmt um die kleinste Einheit mehr, sprich 95. Das ist klar, dass er mit den Wiederholungen runtertroppen wird, weil wenn er gleich viel macht, ist der Progress unrealistisch, außer er ist ein Trainingsanfänger. Deswegen ist er für mich auf dem Weg zum Progress, weil er noch immer in seinem Wiederholungsrahmen drinnen ist, von 7 bis 10. Er hat 8 geschafft und ist am Weg, beim übernächsten, überübernächsten Training vielleicht 10 zu schaffen und dann ist es ein ganzer klarer Progress. Also nennen wir es als am richtigen Weg. Und du musst halt irgendwann einmal Gewicht drauf tun und dann eventuell mit den Wiederholungen nach unten fallen. Deswegen ist das ganz klar die richtige Richtung. Frage Nummer 8. Wie viele Klienten hast du aktuell? Wie bekommst du sie unter einen Hut und wie sind sie bezogen aufs Geschlecht verteilt? Also aufs Geschlecht verteilt sind sicher 80% Männer, 20% Frauen. Aber das bringt, glaube ich, der Bodybuilding-Sport grundsätzlich mit sich. Wie viele es sind? Eine Menge. Kannst du es gar nicht quantifizieren? Oder 300? Ja, irgendwo dazwischen. Okay. Irgendwo dazwischen und ich mache nichts anderes. Du musst sie unter einen Hut bekommen, sozusagen. Ich liebe es auch, unter ihrem eigenen Hut zu bringen. Und das Großartige ist ja, es braucht ja, bei mir kriegt jeder den Betreuungsaufwand, den er braucht. Und manche brauchen viel und manche brauchen wenig. Und das holt sich eigentlich immer schön die Waagschale. Frage Nummer 9. Muss ein guter Coach das, was er predigt, auch an sich selbst ausprobiert haben? Bedingt. Also gewisse Grundprinzipien sollte er auf alle Fälle ausprobiert haben. Weil es das Verständnis für den Sportler verbessert.
Ja. Mhm. Also diese psychologische Komponente ist keine unwichtige. Die fachliche Komponente, würde ich sagen, wäre fast egal, aber es ist sicher kein Nachteil, wenn du selber Erfahrung mit diversen Substanzen hast, wenn du selber an Diät weggegangen bist, wenn du selber weißt, wie das ist, dort oben zu stehen, dann kann man sich besser reinversetzen. Mhm. Aber wesentlicher ist für mich, ob der Coach Leute dorthin gebracht hat, wo man selbst hin möchte. Das ist eher Grundvoraussetzung, weil nur, dass einer selber dort war, ja, heißt noch nicht, dass er andere dorthin bringen kann. Mhm. Das ist so eher der wesentliche Faktor. Okay. Frage Nummer 10. Deine Top 3 oder Top 2, Top 4 Buchempfehlungen zum Thema Sport bzw. Bodybuilding? Dem Ronnie Coleman seine Biografie. Okay. Dann nicht, weil der Inhalt so leibend ist. Es ist einfach ein super geiles Buch. Ist Arnold Schwarzeneggers Modern Encyclopedia of Bodybuilding. Mhm. Das ist einfach eine Sensation. habe ich noch eine Buchempfehlung? Ja, lehrbuchtechnisch und so gibt es nichts Gescheites. Da habe ich mein Wissen halt aus meinen Medizinlehrbüchern. Deswegen da jetzt was rauszubicken, wär schwierig. Aber was ist denn noch? Ja, grundsätzlich, was leistungssteigende Substanzen betrifft, ist das Anabolics vom Lewin, ein sehr gutes Buch. Genau. Mhm. Na, nehmen wir die drei. Was da immer so in den Raum geworfen wird, ist, ich glaube, Starting Strength von Ripto und dann gibt es, glaube ich, was gibt es noch? Wer der ein geschmeidiger Leopard von Kelly Starrett. Ist sowas, was, ja, kannst du damit was anfangen? Ja, ist okay, aber ist jetzt nichts, was mich so extrem vom Hocker reißt. Okay. Frage Nummer 11. Wer hat das größte ungenutzte Potenzial im professionellen Bodybuilding? Da hat derjenige Lionel Bejeki in Klammern geschrieben. Aber was ist deine Meinung? Der Lionel Bejeki war einmal richtig gut und das war, wie er Nabawelpen oder Universe gewonnen hat. Das muss 2008 gewesen sein, da war er in Form. Aber wie der heuer in England auf der Bühne gestanden ist und dafür eh viel zu gut platziert worden ist, war ja für mich eine Frechheit. Es ist schwierig, man kann in den Athleten nicht reinschauen und man kennt die Geschichte nicht, warum man nicht in Form kommt. Das heißt nicht immer, dass das eine faule Sau ist. Es gibt auch Menschen, die tun sich schwer oder haben gesundheitlich irgendwie Limits. Deswegen ist es meiner Meinung nach immer schwer, da ein Urteil abzugeben, beziehungsweise den Hammer zu werfen oder den Stein zu werfen, weil man die jeweiligen Geschichten nicht kennt. Ja, es ist immer, finde ich, unfair oder einfach nicht okay, mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen und zu sagen, ja, das ist, oder Cedric McMillan ist ja dasselbe Thema. Wir wissen alle nicht, warum man nicht hart ist. Er wird es wissen, sein Vorbereiter wird es wissen und die werden schon alles tun, damit das einigermaßen hin hat, aber an irgendwas fuchst halt. Mhm. Aber wer hat denn so ein, wo du sagen würdest, wenn der in Form kommt, dann tut es einen Schlag quasi. Ja, natürlich kann man das Cedric McMillan nennen, der schon eine sehr interessante Symmetrie hat. Das ist jetzt nicht ganz genau das, was mir gefällt, aber ich glaube, das wird in Form sicher wild gut funktionieren. Ja, sagen wir Cedric McMillan. Okay, Frage beantwortet. Ja. Eigentlich wären wir fertig. Ich schmeiße aber trotzdem noch eine 12. von mir rein. Kurz und knapp, deine Einschätzung zu Mr. Olympia 2020? Vielleicht Classic Physik, offene Klasse, 2.12? Ich habe eh ein schönes Video auch dazu gedreht. Das heißt, jeder, der auf meinem Kanal vorbeischaut, ist herzlich willkommen. Ich habe die Olympia großartig gefunden. Also, darf ich ein bisschen ausholen? Na klar, du darfst so lange wie du also möchtest. Also das Erste ist einmal, was mir wichtig ist zu sagen, Corona hat ja viele Scheiße mit sich gebracht. Ja? Mhm. Aber, dass die Herren von der NPC und dem Bodybuilding sich durchgerungen haben und so ein tolles App mit so einer Übertragung, das preislich, finde ich, komplett fair war.
Für das, was geboten wurde, ja. Für das, was geboten wurde. Da ist ja gerade bei euch, hat es ja auch, das ist das viel zu teuer und bla 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 bla. Aber ich habe mich revidiert, als es gut war, habe ich gesagt, das ist okay. Das war vollkommen in Ordnung und für mich ist das die Zukunft des Sports. Wenn man heute hergeht und sagt, meiner Meinung nach hat Bodybuilding sehr viel Potenzial, das nicht genutzt wird. Ja. Vermarktungstechnisch geht da mit solchen Pay-Per-View viel mehr. Wenn man jetzt ja die Olympia, die größte Meisterschaft des Jahres angeht, wenn da 3000 Leute hinkommen nach Vegas und sich ja Karten kaufen können, ist das viel und Millionen anderer Leute können es nicht sehen. Das ist wirtschaftliches Potenzial und Publicity-Potenzial. Das heißt, meiner Meinung nach muss das diesen Weg gehen, ähnlich wie es der Dana White mit der UFC gemacht hat. Und so ist die UFC groß geworden. Das heißt, das Positive, Corona hat die dazu bewegt, sowas wirklich Geiles aufzustellen. Und ich hoffe, das bleibt auch. Und andere Profimeisterschaften folgen denen und kriegen Livestreams in so einer Qualität hin, für die man eventuell auch was zahlen muss. Aber ich finde es vollkommen okay, für das, was man liebt, was zu zahlen. Das muss man in anderen Sportarten auch. Muss halt alles seine Berechtigung haben. Das war mal das Erste. Das Zweite war, es war so eine unglaubliche Spannung in allen Klassen. Es war so geil. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin ja keine Nachteule. Ich schlafe ja normalerweise nicht. Ich habe ja auch Amateure dort starten gehabt und ich war eigentlich von Dienstag weg am Stream. Ich habe Freitag und Samstag von am Abend bis 7 Uhr in der Früh durchgemacht. Ich war nicht ein einziges Mal in der Gefahr einzuschlafen, weil jede Klasse so geil spannend war. Natürlich habe ich viel besser, ich habe zwar keinen Starter gehabt, aber ich habe gute Freunde gehabt, die gestartet sind. Insofern wartet man schon. Also die Lebensgefährtin vom Erik Wildberger, von meinem Men's Physikathleten, ist die Isa Peccini zum Beispiel. Natürlich fieber ich mit der Isa mit. Von einem sehr, sehr guten Coachfreund von mir, Yassin Nassir, er war mit zwei Athleten dort, unter anderem mit der Ann Moon, die bei der Arnolds zweite geworden ist, die jetzt in der Woman Physik siebte geworden ist. Das sind halt Sportler, mit denen ich mitfieber. Dann diese Wachablöse, in der Woman Physik mit der Sarah Villegas, einfach mit, die Shanique Grant geschlagen hat, weil es nicht in Form war, das alles live zu sehen, war einfach unglaublich. Also saugeile Olympia, spannend bis zum letzten Punkt und ich muss ehrlich sagen, ich bin mit jeder Wertung zufrieden. Ich hätte zwar nie geglaubt, dass der Bikrami Mr. Olympia wird und ich habe das auch tausendmal kommuniziert, in meiner Vorschau kommuniziert, dass ich das nicht glaube und noch ein Prejudging, noch immer zwar schon gefürchtet unter Anführungszeichen, aber so es für wahrscheinlich gehalten und er hat es vollkommen verdient gewonnen, weil er an diesem Abend der Beste war, also das ist vollkommen okay. Chris Bumstead passt auch, Terence Ruffin ist mein unglaublicher Held. Der Typ hat die Symmetrie Gottes, also für mich auch vollkommen okay, dass er von Brain Ansley ist, der mal schon ein bisschen zu blocky ist für ein Classic Physik, also aber Ruff Diesel traumhaft. Überraschung schlechthin, Sean Clarida, also schwer also unglaublich, absolut unpackbar das Paket, also Hut ab vor dieser großartigen Leistung. Der Kamal, zweiter, auch wieder großartig. George Patterson hätte ich vorher weiter vorne gesehen. Der dritte Platz passt vollkommen. Er ist noch zu dünn für die 212 und war gar nicht mehr so toll konditioniert, wie es in der Klassik war. Main Physik habe ich halt, weil er mit mir befreundet ist, für Heike Oliveira gehofft, der leider nur Sechster oder Siebter, glaube ich, geworden ist. Sechster nach vorne gereicht hat. Dafür war der Botwin, den ich komplett verbaut finde dort vorne. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber einerseits ist es auch wieder nachvollziehbar. Brandon Hendrickson ist ganz okay, obwohl mir der Raymond Edmonds persönlich besser gefällt oder diese Athleten. Aber das ist alles vertretbar und alles total okay. Hammer Olympia, also hat alles großartig gepasst. Natürlich habe ich mir als Phil Heath-Fan gehofft, dass es passen wird, aber die Mittelpartie, mit der er gewinkst, hat keinen Krieg mehr. Es geht halt einfach nicht mehr. Glaubst du, er kriegt das nochmal irgendwie gebacken? Was ist das Problem vor allem? Sind es die OPs? Dass da zu oft aufgeschnitten wurde, keine Ahnung, Spannung fehlt.
Spannung fehlt, also er hat sicher irgendwie ein Problem in der Bauchdecken. Man hat heuer halt gesehen, dass da zwei Faktoren zusammengekommen sind. Er hat halt einerseits wahrscheinlich, also wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung und ich will keinen Stein werfen, weil man nie weiß, was Realität ist. Diesen Respekt muss man haben. Er hat halt heuer einerseits sein 3D-Volumen nicht gehabt, weil er vielleicht sich nicht getraut hat, so zu laden, wie er es früher immer getan hat, weil er den Bauch nicht mehr unter Kontrolle hat. Und diese zwei Kombinationen aus zu wenig Volumen und zu wenig poppende Muskulatur, vor allem im Schulter-, Arm-, Brustbereich, also er hat diese Plastizität nicht mehr gehabt. Und zusätzlich dann noch die schlechte Mittelpartie ist halt Bodybuilding-Suizid. So irgendwie muss man das nennen. Und der Haney Rampot ist ein großartiger Coach. Der Phil Heath ist achtfacher Mr. Olympia. Sieben, Entschuldigung. Wenn er es nicht hinkriegt hat, glaube ich nicht, dass es noch einmal wird, weil, wie gesagt, er ist ja kein Nasenbohrer. Also das ist jetzt so meine ehrliche Einschätzung. Dann bitte ich dich noch um eine ehrliche Einschätzung zu David Hoffmann, der ja dieses Mal mit einem sehr, sehr guten Paket nur Zwölfter wurde. Was kann er noch machen, um in die Top Ten zu kommen? Und wie siehst du so einen Athleten wie Logan Franklin, der, glaube ich, Neunter wurde? Der David war super cool. Also ich habe mich im Vorfeld schon irrsinnig gut gefreut oder sehr gefreut, weil er wirklich großartig ausgeschaut hat. Also das war wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, besser geht nimmer. Besser geht nimmer. Er ist im Oberkörper wirklich gut. Auch seine Beine sind gut, aber es sind halt so ganz leichte, feine, strukturelle Details, warum ich die Platzierung dann doch nachvollziehen kann. Ich glaube schon, dass für ihn ein Top-10-Platz möglich ist. Wenn der andere auslässt. Das ist so eine knappe Partie. Klassik, Physik ist Krieg, genauso wie Man-Physik. Das ist so eine brutal hohe Leistungsdichte dort oben. Und das ist ein Er hätte diesmal auch Zehnter werden können oder unter die Top Ten knapp. Das kannst du schieben. Und da kannst du nicht sagen, dass der Achte oder der Neunte klar besser ist als der Zwölfte. Das Zwölfte, das ist austauschbar. Das Ergebnis ist, würde ich jetzt nicht sagen, deswegen unfair, aber das sind halt so marginale Unterschiede, die zu der oder zu der Entscheidung führen, dass das objektiv eigentlich nicht begründbar ist. Du würdest aber schon sagen, es war ein großartiger David Hoffmann. Und was könnte er besser machen? Mir fällt nichts ein. Das war super. Das war wirklich gut. Und vielleicht, oder ich hoffe, oder ich wünsche es ihm, dass das Pendel einfach einmal in der Glückskomponente Richtung Erm ausschlagt. Also du würdest schon sagen, es ist eher eine Mischung aus Hoffen auf die Fehler der anderen Athleten und diese Präferenz, was der Kampfrichter oder die Kampfrichter am Tag mitbringt. Genau. Aber wenn, also ein Top-10-Platz ist für David sicher realistisch. Auch wenn es jetzt nur der 12. war, aber mit dem Paket ist ein Top-10-Platz realistisch. Und wie gesagt, bei so einer Leistungsdichte spielt Glück immer wieder eine Rolle. Okay. Damit wären wir offiziell durch, denn das war tatsächlich auch die letzte Frage von mir für heute. Es gab aber, wie gesagt, noch einige Zuschauerfragen mehr, was für mich jetzt schon fast für eine zweite Folge irgendwann hindeutet. Möchtest du zum Abschluss? Jederzeit gerne. Ja, ich freue mich. Also möchtest du zum Abschluss noch was loswerden an Fans, Follower, Supporter oder Community, ja, wie man es nennen möchte? Auf alle Fälle danke für die Einladung, war mir eine Ehre. Als allgemeiner Tipp dort draußen, weil ich das immer sag, macht das, was ihr tut, nachvollziehbar und ihr werdet Erfolg haben. Danke fürs Zuschauen. Natürlich freue ich mich, wenn es bei mir auf Instagram, Boss of Outlaw oder bei meinem YouTube-Kanal vorbeischaut. Sonst bleibt mir nichts übrig, als euch ein schönes neues Jahr zu wünschen und wenn das vorige schlecht war, dass das heurige besser wird. Alles klar, dann auf jeden Fall danke dir für die ausleitenden Worte. Danke auch nochmal für deine Zeit. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf eine weitere Folge in Zukunft. Natürlich auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen. Wie immer, in diesem Sinne würde ich sagen, kurz und schmerzlos. Wir sind raus für heute. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Perfekt, ciao.